Heute möchte ich dir zeigen, wie du in und mit der Natur kreativ sein kannst. Denn Mandalas lassen sich nicht nur zeichnen und ausmalen, sondern auch legen. Bitte nimm dir nur so viel aus der Natur, wie du brauchst, denn du weißt, wir möchten Tiere und Pflanzen schützen. Wichtig für dich ist es, während dem Mandala-Legen nicht mit deinen Händen in die Nähe deines Gesichts zu kommen und auf jeden Fall danach gründlich die Hände mit Seife zu waschen. Denn du weißt nie, ob die Pflanzen, die du angefasst hast, giftig sind. Also raus mit dir in die Natur und viel Spaß beim Kreativsein.